Hallo und willkommen zurück zu LS17 auf der Map Sibasusum. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten unseren Helfer Feld 6 drillen lassen mit Mais. Mal gucken, ob er auch gleich loslegt. Okay, er schließt nochmal. Unsere gute Helferin Joyce. Nochmal kurz aus. Spurhäuser deaktivieren. Dann machen wir nochmal von Anfang an. Deaktivieren passt. Jetzt kann sie loslegen. Wie viel hat sie denn? Geschätzte Zeit. Was? 2 Stunden? Okay. Ja, wir lassen sie einfach mal machen. 4000 Wegpunkte ist auch was. Und wir wollten unser Feld 40 zu einer Wiese. Zu einer Wiese sehen machen. Das ist so ein kleines Feld, das dachte ich mir, das lohnt sich nicht. Da machen wir lieber eine Wiese draus für unsere Schafe. Das machen wir direkt selber. Wir fahren erstmal ein Vorgewende. Bei der Wiese ist das jetzt egal, wie wir es hier in den Boden bringen. Bisschen überlappend ist immer gut. Dann wird die Wiese dichter zu der anderen Wiese hier. Zu dem Rand. Ihr seht das, guckt euch das an. Das Feld ist echt sehr unförmig. Dann machen wir da lieber Rasen. Haben wir schon eine Rasenfläche auf jeden Fall, die ein bisschen größer ist. Dass wir dann auch bald losgehen können, unsere Schafe auf unseren Hof. 100 Schafe können wir, glaube ich, haben. Die wollen wir auf jeden Fall haben. Ja, was gibt's Neues? Das ist die Folge für Montag wieder. Es ist Montag, es ist LS17 Tag. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich doch mal ein Special rausbringe Samstag. Ob ich da mal eine Folge mehr rausbringe. Das weiß ich nicht, aber die ist jetzt für den Montag, wie immer, LS17, Montag, Sibasusum. Ja, was soll ich sagen? Es gibt gar nichts zu sagen. Ich habe mir wieder ein paar Videos von ein paar anderen YouTubern angesehen, von Burning Gamers, denen gucke ich eigentlich seit ich LS15 spiele, habe ich bei denen alles geguckt, auch Sachsen Let's Player. Sein Let's Play finde ich echt hammergeil. Bisschen... Es soll kein Abklatsch hier sein, versteht mich nicht falsch, aber ja klar macht man einige Sachen gleich. Sagen wir auch vielleicht die Seemaschinen und ist nicht alles gleich. Der Buggy, gut, den Buggy, den habe ich auch in den Dings gesehen, bei den richtigen Sibasusum, bei Stefan. Och, ich kann mir keinen Namen wirklich merken. Ja, habe ich auch, es ist aber nicht schlimm. Jeder hat seinen eigenen Stil zum Spielen. Gut, ich muss auch gestehen, er hat, glaube ich, auch Feld 40 mit Rasen gesät, ne? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Aber es lohnt sich nicht, hier hinten mit unserem Mähdrescher, den wir irgendwann mal haben werden, hoch und runter zu fahren. Und fertig zu haben, deswegen Wiese. Die großen Felder können wir bestücken, aber diese kleinen hier können wir alle mit Wiese machen, wenn sie uns gehören. So, fahren wir mal zurück. Gut, eine Sache muss ich sagen. Machen wir vielleicht wie Burning Gamers, wie Werner. Ich habe schon ein paar Nuggets gesammelt. Ein Kollege von mir, zwei Freunde von mir, die Map auch schon, haben auch gesagt, man kriegt nicht alle, weil die sind teilweise in Scheunen, wo man die kaufen muss. Da müssen wir halt gucken, die werde ich mir kaufen, hat mir Kollege auch geraten. Circa 400.000 muss man investieren. Und dann kriegt man knappe 1 Million raus. Wenn du dann die Schulden auch direkt zurückzahlst, dann bist du immer noch bei 600.000. Da können wir richtig schön viel was raus machen. Da können wir mal uns einen Mähdrescher kaufen, dann ein paar Felder und die Tiere, würde ich sagen. Also nicht wirklich viel mehr Maschinen, vielleicht nochmal ein Trecker, ein Deutz vielleicht nochmal. Müssen wir aber sehen. Aber ansonsten, gut, Goldnuggets, da kann man sich streiten, wie man will, ob es das wirklich ein Cheaten ist oder nicht. Im Echt findest du ja auch keine Goldnuggets, wenn wir jetzt mal ganz hart sind. Aber in echt hat auch ein Bauer, wenn er startet, meistens ist das von der Familie her, hat auch viel mehr, also nicht viel mehr Startkapital, aber meistens viel mehr Flächen und ihr wisst, was ich meine, ne? Gut, es gibt auch Bauern, die fangen von Null an, aber da nehmen sie halt auch einen großen Kredit auf. Ihr wisst, was ich meine. Wir machen uns nichts vor, wir werden jetzt dieses Feld noch sehen. Oder sollen wir das den Curseplayer machen lassen? Eigentlich aus. Wir haben das Vorgewende selber gemacht. Das machen wir noch einmal.
Und dann könnten wir eigentlich schon mit unseren Kleinen eine Wiese mähen, würde ich sagen. Da müssen wir wirklich sowieso mal gucken, wenn man die Wiese, ob man die auch hier düngen kann. Also ich habe hier ein, wie heißt das? Ein Striegel. Habe ich fast in meinen ganzen Let's Plays striegelig meine Felder. Oder Gülle. Gülle haben wir ja noch nicht. Striegeln ist, finde ich, okay. Unkraut wegreißen, Boden auflockern, ein bisschen lüften, dass besser der Rasen durchkommt. So, dann fahren wir hier noch einmal rum, würde ich sagen. Und dann kann der Rest der Körperhelfer machen. Weil ich finde, der kriegt die Kurven nicht so. Und ich habe keine Lust, dass im Rasen da mal die Kurven alle nicht gut gemacht sind. Deswegen machen wir die lieber schnell selber. Und weiter geht's. Ja, ich muss aber sagen, dafür, dass das bisher das Let's Play wenig Folgen raus hat, also ich nehme ja jetzt auf, ich nehme gerade derzeit auf, wo gerade die Folge 3 rausgekommen ist, heute um 14 Uhr. Die erste Folge und zweite Folge haben fast mehr Klicks als alle meine anderen, wie, also nicht zusammen, also meisten Klicks haben am LS17 Video schon. Finde ich schön, mir macht auch das Spiel total Spaß, muss ich sagen. Da gibt es ja nichts drum. So. Ich werde mich demnächst nochmal auch genau schlau machen, wie ich streame, weil ich habe mal echt Lust, hier LS17 zu streamen. Oder mal ein paar andere Spiele. Aber da muss ich mich nochmal schlau machen. Ich hab's zwar auch schon aktiviert bei YouTube, aber ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Da muss ich mich nochmal schlau machen, ein paar Videos gucken. Eine Kollegin mal fragen, ob die mir ein paar Tipps geben kann. Wegmachen, ach, die lassen wir mal auf. So, zack. So, dann werden wir mal. So, sehen ist da. Zack. 40. So, Startpunkt. Startpunkt, wo ist denn Startpunkt? Das ist egal. Machen wir. Also, wir müssen nach Nordwest. Haben wir es gerade ein bisschen verfahren, bisschen. Ach, wisst ihr was? Wir machen das schnell eigentlich selber. Was das hier eingestellt habe, können wir das auch schnell selber machen. Das ist ja nicht mehr viel. Wenn wir jetzt hier gleich anheben, und wir fahren einmal rum, dann hoch und runter, und dann brauchen wir nur ein bisschen gerade fahren. Dann haben wir es auch schon geschafft. Brauchen wir nicht so eine Welle machen. Da müssten wir nicht alle Felder schon angesät haben, oder? Dann können wir die Maschine auch gleich reinigen. Dann wieder neu befüllen. Das kann ich ja gar nicht leiden, wenn man unbefüllte Sachen irgendwo hinstellt. So, rückwärts. So, dann fahren wir jetzt hier mal hoch und runter, dass wir diese Ecke hier wegkriegen. Dann brauchen wir nur noch das kleine Stück machen und dann haben wir es geschafft. Aber auch mal doch kein Curseplay anmachen. Annehmen. Und unten. So. Gut, mit GPS hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Fläche bekommen, hätten wir es schneller geschafft, aber egal, wir machen das jetzt schnell so. Runter. Die Ecke auch, dann kann das hier wachsen, das Feld. Und dann können wir doch noch Rasen mähen. Die ersten Heuballen herstellen, dass wir die auch schon mal ein paar haben. Weil ich habe es lieber gern ein bisschen vorproduziert, zwar nicht so in Massen, also ein bisschen vorproduzieren für die Tiere. Früher habe ich das extrem mal, aber ich so viel gesammelt, bis ich erst die Tiere geholt habe, habe gemerkt, ich habe so viel produziert, so viel brauchen die Tiere gar nicht. Da kann ich ja Jahre spielen. Aber so ein paar Ballen sollten wir doch schon haben. Man kauft sich ja auch nicht echt irgendwelche Tiere und dann kauft man erstmal ein paar Tage später das Futter oder am gleichen Tag. Also zumindest wenn man so Nutzvieh und mehrere Tiere kauft. Na, wir reden jetzt nicht vom kleinen Hamster. So.
Ja, es ist auch gleich geschafft, das Feld. Zack. Ich bin ja mal gespannt, wie unser Curseplay-Fahrer, unser Helfer, das Feld 6 schafft wegen dieser Ecke. Weil ich nehme die Aufnahme gerade auf, da, ihr solltet mir jetzt ja in die Kommentare schreiben, aber ich wollte schon ein bisschen weiter aufnehmen. Wir sehen es, ob er es schafft oder nicht, aber es wird schon langsam dunkel, ne? Ja, hier ist noch hell und da wird es aber schon dunkel. Naja, ist nicht schlimm. Solange das Korn in den Boden kommt. Oder hier. Die Rasensamen. So, unsere gute Amazon, die kann man schon gar nicht mehr lesen. Die müssen wir gleich mal reinigen und unser Traktor auch. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, wie viel. Gucken wir mal kurz. Haben wir gar keinen? Doch. Ich ist blind. Ein Kercher haben wir. Das ist doch der am Schweinestall, glaube ich. Ja, dann werden wir davor halt ein bisschen reinigen. Ist auch nicht schlimm. So. Und dann werden wir vielleicht uns dann, wenn das Mais Getreide trocknet, müssen wir auch mal reingucken. Die ist auch voll. Dass wir. Okay, der Handel dazu, dass wir schon mal anfangen können, vielleicht unser bisschen Saatgut herzustellen. Will ich mal gucken. In der Werkstatt haben wir so eine kleine Maschine, aber dazu benötigen wir, glaube ich, Düngerkonzentrat oder irgendwas, aber der Shop hat schon zu. Aber wir können es, glaube ich, auch so kaufen, da brauchen wir ja nicht reinlaufen. Oder war da eine Schranke oder ein Zaun? Nee, glaube ich nicht. Könnten wir zur Not mit unserem kleinen Buggy mal hinfahren und die Sachen holen. So. Erledigt. Und weiter geht's. Bestimmt noch, ich würde sagen, viermal. Hoch, runter. Da müssten wir das Feld auch haben. So, ich orientiere mich, weil ihr seht gerade links neben der Maschine. Seht ihr an den Reifen und ich orientiere mich gerade an die Spuren davor. Da müsste das eigentlich fast hinkommen. Weil ich mache das Feld ja, wie ihr seht, gerade ohne GPS. Kann es auch ohne GPS machen, manuell. Ist halt nur für große Felder. Ist halt echt optimal, weil es geht, glaube ich, auch in echt. Auf 2-3 cm ist das genau. Das muss man halt überlegen. Wenn man ein Riesenfeld hat, man fährt, sagen wir, 100 mal hoch und runter, wie so ein großes Feld. Und immer 10 cm überlappend, das ist schon eine Menge Saatgut, die da flöten geht. So, zack, nochmal zurück. Können wir mal kurz auf die Karte gucken. So. Feld 16 haben wir selber gemacht. Feld 40 haben wir selber gemacht. Feld 48 und fährt er überhaupt? Ja. Feld 48 ist fertig. Feld 49 ist fertig. Also ist nur Feld 6. Und er hat echt schon kein Mais mehr. Ihr seht es oben. Da müssen wir gleich hin. Da müssen wir gleich hin. Und Dünger ist auch nicht mehr so viel. Da. Das habe ich mir fast gedacht. Da brauchen wir, für den brauchen wir echt jede Menge. So. Aber das Feld machen wir noch schnell fertig. Ey, der ist nicht einmal rum, glaube ich, oder? Oder doch, er fängt dort schon, glaube ich, Vorgewinne hat er schon fertig. So, fahren wir jetzt einmal hier lang. Ah, noch zweimal, dann haben wir das Feld auch fertig. Hier eine schöne Rasenfläche, die schön, weil mit Mähdrescher die ganzen Ecken und so, hätte ich da ein, zwei Vorwände gemacht, das wäre blöd gewesen. Hier können wir schön mähen, ein paar Ballen pressen. So, hier ist ein bisschen dicker geworden, also doch noch dreimal würde ich fast sagen. Dreimal. Ja, es dämmert schon langsam, es wird Abend. Müssen wir schon anmachen? Nee, wir sehen noch alles. So. Ich würde sagen, fast das letzte Mal jetzt. Und
Dann würde ich sagen, wenn wir dann alles gesät haben, wenn wir jetzt gemäht haben, dann können wir uns mal langsam auch dabei machen, in der Zeit, wo die Sachen wachsen, können wir dann die ersten Nuggets suchen. Ja gut, die ersten habe ich ja schon, weil sie auf unseren Hof waren. Aber die nächsten können wir dann auch schon suchen. Dass wir dann, wenn alles unterm Boden ist, vorspulen können. Noch bald mit der Ernte anfangen können. So, einmal müssen wir noch. Oh, wir drehen jetzt erstmal, dann brauchen wir nicht nochmal wieder zurückfahren, dann machen wir es schnell so. Zack. So, und da haben wir unser nächstes Feld auch wieder selber gemacht. Ich würde sagen, wir machen eigentlich fast alles, nicht fast alles selber. Also wenn wir was selber machen, können wir nebenbei Curseplay laufen lassen, das ist okay. Weil hätte ich jetzt Feld 6 selber angesehen, das wären bestimmt 2, wenn nicht sogar mehr Folgen gewesen. Und ich glaube, ich nur die ganze Zeit hoch und runter fahren, das wird auf Dauer für euch auch zu langweilig. So. Erledigt. Dann können wir... Und dann bringen wir die gute Maschine zum Hof, werden sie reinigen. Werden schnell unseren Helfer betanken. So. Oh, Gegenverkehr mit unserer großen Seemaschine. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, ihr seht, es wird langsam dunkler. Gegenverkehr. Gegenverkehr. Aber passt. Haben sie noch genug Platz. 1% hat er noch. Naja, das machen wir gleich. Wir fahren unsere Maschine nur schnell zum Hof. Und dann können wir neues Korn, neue Maiskörner zu ihm bringen. Mensch, hier ist ganz schön Verkehr auf unserer Straße, muss ich sagen. Was heißt unserer Straße? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, bald kommt der LS19 raus. Vorbestellt ist er schon. Da freue ich mich schon drauf. Da werden wir auf jeden Fall auch Let's Play drauf machen. Eine Standardkarte dauert ja sowieso dann bestimmt 1, 2, 3 Wochen. Wenn nicht sogar länger, bis wir die ersten Mod-Map-Karten rauskommen. Ja. Da freue ich mich echt schon drauf. Die Grafik. Ah, dann muss ich gucken, wie es mein Computer alles dann so geregelt bekommt. So. Ah, das habe ich mir gedacht, dass er jetzt schon voll ist. Aber ich komme gleich. So, die stellen wir mal kurz hier ab. Das schließen wir mal, wenn wir dich gleich reinigen. Die Pferde von meiner Tochter. So, und dann nehmen wir unseren Buggy. Das ist Saatgut, das ist gut, das brauchen wir. Und ab geht die Fahrt. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, wie viel hier noch drin ist. Das werden wir aber gleich sehen. So. Ist das hier Feld 6 eigentlich? Direkt drüber? Ja. Genau, das ist unser Feld. Hier ist schon das Vorgewinde. Wir kommen. Ey, da hier werden wir jede Menge Mais runterholen. So, zack. So, dann Z. Entlassen und auftanken. Der Fernseher geht an, dann müssen wir kurz leise machen. So, jetzt an 100 Minuten. Was? Düngerfunktion der Seemaschine aktivieren. Macht er hier weiter. Sehr schön. Dich fahren wir mal kurz hier zur Seite. Ach, ist auch alle. Ist alle. Wir werden gleich mal hier welche an den Rand holen. Weil hier brauchen wir jede Menge. Was haben wir denn eigentlich noch?
Dünger haben wir da noch. Aber dieses Ding, Dünger-Ding ist hier irgendwie verbuggt. Das sieht unten irgendwie nicht normal aus. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal Dünger. Das holen wir uns mal raus. Das fahren wir schon mal ans Feld. So. Das würde ich sagen, das können wir hier mal abstellen. B. Gucken wir mal, ob es stehen bleibt. Jawohl. Und dann fahren wir halt mal schnell nochmal zum... Was war das denn? Ausgeschert. Jetzt würde ich sagen, dann fahren wir noch, doch nochmal schnell einmal Saatgut holen. Dass wir genug da haben. Aber 2000 Liter. Wow, das wird, glaube ich, fast knapp, ne? Egal, wir fahren jetzt erstmal hin und holen uns das nochmal. Brauchen wir schon nicht. Nee, brauchen wir nicht. Aber können wir ein bisschen in Ansicht fahren. Ja, und dann werden wir doch... Doch, das schaffen wir noch. Anfang zu mähen schaffen wir noch. Wir holen jetzt schnell ein bisschen Saatgut noch. Das wird ja nicht so lange dauern. Die Fahrt zum Händler ist auch nicht so weit. Was waren wir denn? 54? Ah, schade, das zeigt ja nicht an. Überholen verboten, okay. 50, naja, passt, 54. Aber irgendwie spinnt der Verkehr. Eier. Warum blinkt der denn hier? Ach, hier ist eine Vorfahrtsstraße, haha, stimmt. So. Überholen erlaubt. Das sieht schon echt, jetzt passt es wieder, aber gerade... Ich weiß nicht, ob da irgendwas mit dem Computer ist oder so. Ist das bei denen gleich auch so? Das ist ja echt schlimm. Alter, da muss ich mir echt mal Gedanken machen, was hier los ist. So. Da sind wir beim Händler. So, da gucken wir mal kurz unter P. Silbersusum. Dünger, Hackschnitzel brauchen wir nicht. Saatgut kaufen wir einmal. So, und dann wollte ich mal gucken... Was ist das? Mit den Beize, genau. Das brauchen wir. Die Beize kannst du Getreide bei den Saatgut herstellen. Dann nehmen wir mal. Gucken wir mal, ob wir die raufkriegen, die zwei noch. X. So. Die können wir einfach noch dazulegen. Hinten drauf. Dann werden wir... Ach komm, wir können nochmal... Ups, falsch. Kaufen wir nochmal Beize, zwei Stück. Ich weiß ja nicht, wie viel wir brauchen für die Beize. Zack. Das wollte ich jetzt nicht. Zack. So, ich F, L ist doch Schnür, genau. Mal gucken, ob wir sie befestigt haben. Ah, müssten fest sein. Dann können wir das schnell wieder wegbringen zu unser Feld. Und dann werden wir mal die Mähmaschine anschmeißen, würde ich sagen. Die Beize können wir auch nochmal schnell wegbringen. Dann können wir gleich mal gucken, was wir genau dafür brauchen, wenn wir dafür unser... getrocknetes Getreide brauchen. Das haben wir, glaube ich, schon fertig, einen großen Teil. Das können wir auch dann gleich nutzen. Ich will vielleicht in der nächsten Saison unser selbstgemachtes Saatgut nehmen. Ich weiß, dass Steffen, ihr wisst, ich habe es mit den Namen, auch selber Saatgut beizt. Das habe ich auch schon gesehen mit seiner Schnecke und der pustet, glaube ich, der pustet auch ein bisschen mit rein. Aber er kauft auch einen Teil mit zu, das weiß ich auch. Dass er, glaube ich, da zwei oder drei verschiedene Rapsorten hat er getestet. Das ist schon echt lange her, wo ich die Folgen gesehen habe. Ja, weil normalerweise, wenn ich, sag mal, so wie Silbersusum, würde ich es jetzt nicht aufnehmen, würde ich nebenbei die ganze Zeit auch seins gucken und fast genau das gleiche machen wahrscheinlich wie er. So, können wir das
hinstellen, ohne dass die anderen Sachen wegfliegen? Ich bin ja gespannt. Das testen wir als erstes mal. So. Und fahren wir mal aufs Feld. B. Stellen wir mal hier hin. Erstmal L und Z. Nein! Okay. Okay, das wollten wir. So wollten wir das nicht. Nein, nein. Bleibst du stehen? Nein! Oh. Jetzt wird's aber peinlich. Dich holen wir gleich da raus. Versprochen. So. L. Aussteigen. So. Wir brauchen. Was? Saatgutbeize. Gut. Kommt das hin? Da oben kommt es rein. Kommt die Saatgutbeize hin? Da sind 25 Liter nur drin. Sind da nicht mehr drin? Ich dachte, das wäre ein Riesenkanister. Doch, 25 nur. Gut. Kriegen wir da noch einen zweiten drauf? Nein. Reicht das vielleicht auch da vorstellen? Das glaube ich zwar nicht. Nee, das muss da oben hin. Okay. Gucken, ob wir es draufstellen bekommen. Okay, ich würde sagen, wir tun es dann immer einzeln drauf. Tun wir mal hier hin. Du kommst auch dahin. Die gute Beize. So. Zack. Dann fahren wir gleich mal wieder zum Feld, wo wir ihn auch gleich brauchen werden. So. Jetzt wollten wir den guten Kollegen reinigen. Ah, ich habe jetzt gar kein Saatgut mehr für ihn. Ja, das werden wir dann. Den werden wir dann später mit Saatgut doch wieder vollfüllen. Aber erstmal werden wir ihn jetzt reinigen. Gewicht. Dann werden wir doch fast in der nächsten Folge anfangen zu mähen. Wir können ja noch gleich schnell ein bisschen was vorbereiten. So, der ist sauber. Jetzt die Sämaschine. So, war ich mit dem, welcher ist denn das? Der 661er. So. Ich würde sagen, das ist sauber. Die bringen wir gleich mal rein. Ach, die kriegen wir ja gar nicht rein. Die war ja zu breit, ne? Die hatten wir ja hier vorstehen. Okay. Aber was ich gesehen habe, wir können die Tür noch so verschieben. Die nach hier. Die nach hier. Die nach hier. So, jetzt kommen wir aber nicht mehr rein, ne? Okay. Wir brauchen dich. So. Immer noch runter.
geht da schon was rein. Die stellen wir einfach mal hier hin. Auch doof, wenn wir sie hier stellen. Hier könnten wir auch noch was hinstellen, ne? Wir fahren sie mal kurz rein. Unsere anderen Big Packs stehen. Oh, wir können es auch hier abladen, ne? Die kommen auch hier mit rein. Genau. Können wir hier auch ein Big Pack abstellen. Das ist okay. So, dann werden wir mal kurz das Gewicht nochmal zur Seite fahren. So, zack. Jetzt können wir dich reinfahren. Und jetzt passt auch nämlich rein. Senken. So, was haben wir denn mit dem? Oh, wir können eigentlich mal mit den Kleinen könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen was machen, oder? Mit unserem Hoftraktor. So, parken. Das Gewicht, das kann vorne dran bleiben, aber wir müssen das noch mal kurz absetzen. Das hintere Gewicht. Stellen wir da ab. Das Vordergewicht. Stellen wir auch noch mal kurz hier ab. Dann bringen wir mal kurz unsere Gabel weg. Hier reinstellen. Genau. So, und dann können wir. Wer ist denn das eigentlich? Der DX471, okay. Ich glaube, dass das andere ist, das kleinere. Was ist das hier? 1000 Kilo? Ich glaube, das andere ist kleiner. Nehmen wir das kleinere. 1000 Kilo ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Das ist. Wenn wir unsere Big Packs nehmen, da können wir das nehmen, aber hier ist es, glaube ich, ein bisschen zu schwer für. Was haben wir hier? 600, 700, 700 ist okay. So. Lass mal unser gutes Mähwerk noch nicht benutzt. Nagelneu. So, zack. Und. So, da haben wir alles für Mähen vorbereitet. Ich sag euch auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge heute Abend. Ihr wisst es, immer zwei Folgen am Montag. Ich danke fürs Zuschauen. Bis nachher. Auf Wiedersehen bei Bergrim LP. Tschüss.